Wenn Brigitte Macron irgendwo auftaucht, dann machen alle Anwesenden große Augen. So auch bei einer Preisverleihung in Paris. Doch statt in einem figurbetonten Cocktailkleid, wie wir es von der französischen Präsidentengattin gewohnt sind, erscheint die ehemalige Lehrerin zu dem Event in einer stylischen Kombination aus Jeans und Blazer. Zu der schwarzen Hose kombiniert Brigitte einen langen Blazer mit Karomuster in Schwarz und Weiß, der bei genauem Hinsehen noch so einige Highlights verbirgt. Beim Händeschütteln offenbaren sich die seitlichen Zierstreifen, die einen Kontrast zum restlichen Muster des Blazers darstellen. Doch das eigentliche Highlight des Looks kommt erst noch. An ihrem Hals befindet sich nicht etwa eine funkelnde Kette, sondern ein edler Kragen in Schwarz mit Lederdetails. Passend dazu hat Brigitte ihr Haar hochgesteckt, um ihr ungewöhnliches Accessoire noch besser zur Geltung zu bringen. Ein Look, der direkt vom Laufsteg kommen könnte. In Sachen Mode kann man der 66-Jährigen eben einfach nichts vormachen.